Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing hier auf CLP Giraffe Special. Nachdem es schon gestern das verfrühte Unboxing von Super Smash Bros. Für Wii U gab, gibt es heute die neuesten Ableger der Pokémon-Serie: Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Ich lege jetzt mal richtig hin, so wie ich sie gesagt habe, so wie ich sie genannt habe, erwähnt habe. Und ja, man könnte eigentlich sagen, ein relativ ungleiches Unboxing. Hier haben wir einmal Pokémon Omega Rubin in der Limited Edition mit dem Steelbook, mit dem coolen Steelbook. Und Pokémon Alpha Saphir ganz normal. Und was? Schon auf? Und kein Spiel drin? Oh mein Gott. Übrigens, der Club Nintendo Code, ja, habe ich schon eingelöst. Würde eigentlich nichts ausmachen, wenn ich den noch mit dem geöffneten, ausgerubbelten Code zeige. Jedenfalls erkläre ich jetzt mal die Story, wie das denn zustande kam, dass ich jetzt hier schon ein geöffnetes Spiel habe und hier ein komplett neues Spiel, welches allerdings keinen Industriebepper hat, wie es in letzter Zeit bei Nintendo der Fall ist, bei solchen Special Editions. Nur da unten, komischerweise. Den könnt ihr sogar relativ gut sehen. Also, ich habe mir Pokémon Alpha Saphir vorbestellt, ohne Pokémon Omega Rubin, in der normalen Edition, weil es in letzter Zeit bei Amazon, bei Nintendo-Spielen so ist, dass man halt an keine Special Edition rankommt. Sind halt alle schon vergeben, kündigt Nintendo auch viel zu früh an und versendet viel zu wenig. Und deswegen habe ich mir Pokémon Alpha Saphir Standard bestellt, also ohne alles, nur halt das Spiel und die Beipackzettel. Muss natürlich dabei sein, weil Luca und ich haben uns darauf geeinigt, wir kaufen schon so lange immer so, dass ich das rote Spiel habe und das blaue Spiel. Und diesmal habe ich es umgekehrt gemacht. Pokémon Alpha Saphir habe ich dann auf Amazon bestellt und habe es dann gestern zusammen mit Smash Bros. Bekommen. Und da ich ja bei Pokémon immer so ein ungeduldiger Mensch bin, wollte ich sofort spielen und deswegen ist es nicht drin. Es ist schon im Nintendo 3DS XL drin. Und deswegen wird dieses Unboxing etwas unspektakulärer zu Pokémon Alpha Saphir. Schauen wir uns das mal an. Hier haben wir natürlich am 28.11.2014 in Europa erschienen, also genau heute. Vor einer Woche kam schon überall in anderen Regionen raus, dadurch, dass Australien die PAL, dass Australien in der PAL-Fernsehregion ist, hättet ihr das Spiel auch über den australischen eShop downloaden können, aber das war mir zu riskant. Das ist ja nämlich so, wenn man seinen Nintendo 3DS, seinen europäischen auf australisch umstellt, weil das geht ja durch die PAL-Region, muss man natürlich alles zurücksetzen und das ist scheiße. Und deswegen habe ich ganz fleißig gewartet oder geduldig gewartet. Ist natürlich auch mit dem Nintendo 2DS kompatibel, warte, das muss fokussieren. Beziehungsweise muss es eigentlich nicht. USK 0 ist natürlich klar. Alpha Saphir. Und Kyogre in der Protonform, der Pokémon Company, vertrieben von Nintendo, Nintendo Network Features und viele bunte Bilder. Sind die Remakes von Pokémon Rubin und Saphir, welche vor 12 Jahren in Japan erschienen sind. Da steht unten natürlich der wichtige Hinweis: dieses Spiel ist Pokémon Alpha Saphir. Es unterscheidet sich von Pokémon Omega Rubin hinsichtlich der Pokémon, denen du während des Spiels begegnen kannst, sowie die Häufigkeit, in der sie auftauchen. Ja, ist eigentlich alles standardmäßig. Man kann es auch mit X und Y und Pokémon Bank verbinden, sobald man Pokémon Bank geupdatet hat. Entschuldigung, dass ich so schnell spreche. Kann man wie Pokémon X und Y auch in 7 verschiedenen Sprachen spielen. Nicht nur in 5 verschiedenen Sprachen, sondern in 7. Natürlich muss man die anfangs auswählen und kann sie auch nicht umstellen. Also Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Japanisch und Koreanisch. Und natürlich auch verschiedene Verbindungsmöglichkeiten. Und schöne Bilder. Ich habe schon bis zum ersten Orden gespielt. Ist ganz cool. Und schauen wir uns das mal näher an. Ich kann euch die Cartridge nicht zeigen, aber was beiliegt. Jedenfalls die übliche Werbung, der Club Nintendo Code, der schon ausgerubbelt ist und eingegeben wurde. Und halt die Important Informations, die so important sind, dass ich es gar nicht schaffe, euch sie in diesem einzelnen Video vorzulesen, weil es so viele sind. Und natürlich ein besonderer Aspekt bei den Verpackungen: sie sind in der Farbe eines Saphirs, nämlich in Blau. Ich habe vollkommen vergessen, euch mal die Original-Spiel-Cartridges von Pokémon Rubin und Saphir zu holen, weil die sind ja auch ganz interessant bezüglich zum Vergleich. Nämlich hier haben wir einmal das Pokémon Rubin-Modul
und das Pokémon Saphir-Modul, welches auch das Let's Play-Modul war. Könnt ihr gerne mal reinschnuppern in mein Let's Play auf CP Drive Special, ne, auf CP Drive X auf meinem Erstkanal. Zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir wird es höchstwahrscheinlich Videos geben. Ich werde zwar nicht alles zeigen wie bei Pokémon X und Y, ein Let's Play wird es auch nicht geben, habe ich ja schon erklärt. Aber ich denke mal, so die ein oder andere Gameplay-Szene werde ich euch zeigen können. So, dann verstaue ich mal wieder die Spiele. Die Smaragd zeige ich euch natürlich nicht. Die Originalverpackungen habe ich davon auch nicht mehr, weil sie ja damals noch aus Pappe waren, zu Game Boy Advance Zeiten. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns das eigentliche Interessante an, nämlich die Special Edition oder Limited Edition. Also das heißt, sie ist limitiert von Pokémon Omega Rubin. Müsst ihr größtenteils immer 5 € drauf zahlen, wenn ihr denn dieses wunderschöne Steelbook haben wollt. Ich finde, es lohnt sich. An sich dieselben Informationen, nur dass da hier halt Pokémon Omega Rubin, limitierte Edition steht. Ja, limitierte Edition, nicht Limited Edition, sondern limitierte Edition. Groudon ist drauf. An der Seite das Icon. Hier nochmal zum Vergleich die beiden Icons, die im Menü erscheinen. Ihr könnt natürlich auch die Spiele mit eurer Demo-Version verlinken, per Pokémon Link, um eure. Oder heißt es wirklich Pokémon Link? Kann es sein? Oder ja, ich sag mal Pokémon Link. Das ist so ein Menüpunkt im Hauptmenü, um dann eure Achievements aus der Demo-Version mit in die Vollversion zu nehmen. Ihr könnt übrigens pro Tag nur ein einziges Achievement in euer Spiel reinbringen. Ist ganz cool. Und sonst haben wir hier nur den Inhalt. Sonst ist nichts großartig anders. So, jetzt muss ich hier erstmal mich wieder anstrengen und hier reinfahren, um dann die Lasche hochzuziehen, weil das ist wirklich kompliziert. Also, ich glaube, das Ding ist schon ein bisschen beschädigt, aber es geht eigentlich. Man kann es nicht so genau sehen. Und jetzt rutscht das so richtig raus. Hier haben wir einmal das Spiel natürlich eingeschweißt. Komischerweise ohne Peggy, ohne alles. Machen wir das einfach mal auf. Dafür habe ich ja mein Taschenmesser geholt, falls ihr euch gefragt habt, warum das hier liegt. Alpha Saphir wird natürlich meine Standard-Edition für dieses Editionspaar sein. Oh, wie schön es aufgeht. Das ist so richtig wie Unkraut. So, schon entsorgt. Und dann schauen wir mal deep inside. Hier, das Modul, das ist das einzige Modul, das ich euch zeigen kann von den beiden. Für das andere bin ich einfach zu faul. Natürlich steht es seit Pokémon X und Y auf Englisch da, der Titel. Auch wenn das eher ein bisschen unnötig war bei Pokémon X und Y, weil die heißen ja überall Pokémon X und Y. Warum man den Beinamen Edition jetzt doch komplett verworfen hat, verstehe ich bis heute nicht. Den kann ich euch zeigen, weil der ist noch zu. Ja, 250 Sterne. Es gibt keine Prämie, die man irgendwie dadurch bekommt, wenn man beide Spiele oder eins dieser beiden Spiele in einem gewissen Zeitraum registriert. Dann haben wir hier, ja, Werbung und das wichtige Papier, für das ich mal wieder keine Interesse zeige, zumindest in diesem Video nicht. Aber auch im Real Life ist es so. Und jetzt kommen wir zum Steelbook, welches zur schöneren Aufbewahrung des Spiels da ist. Leider kein Titel an der Seite, aber mit einem wunderschönen Groudon und auch shiny, aber auch gleichzeitig irgendwie kalt. Wow, das sieht geil aus. Die Spiele kommen ja auch im Bundle mit einem Nintendo 2DS-System raus. Bei Pokémon Omega Rubin bekommt ihr einen transparent roten 2DS und bei Pokémon Alpha Saphir bekommt ihr einen transparent blauen 2DS in dieser Edition da. Habe ich schon gesehen. Dann machen wir das mal auf mit ganzer Kraft und wow, ein wundervolles Muster. Ich denke mal, es ist bei Pokémon Alpha Saphir und der Special Edition nicht anders. So, und jetzt noch zu einer Ankündigung für alle, die das Spiel besitzen. Bis Januar könnt ihr euch per Nintendo Network ein schillerndes Tunnel downloaden, welches ihr dann später zu Metagross entwickeln könnt, welches durch die Mega-Entwicklung zu Mega-Metagross wird, weil da liegt nämlich ein Megastein bei. Ist ja eines dieser vielen Pokémon, welches eine neue Mega-Entwicklung bekommt. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns bei der Videoreihe zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir wieder. Größtenteils bei dem Spiel hier. Übrigens, rote Verpackung. Finde ich übrigens, fällt irgendwie mehr auf als das hier. Ja, ist nur das, wie ich es empfinde. Und an sich haltet die Ohren steif und schreibt mir, wie gesagt, und schreibt mir wie immer in die Kommentare, welches Spiel ihr euch entschieden habt. Und welche Team-Pokémon ihr denn auswählt.
Ihr könnt ja in Let's Plays von ein paar bekannten Let's Playern reinschauen, wie Domtendo, Rubinischer oder Let's Play Markus. Bis zum nächsten Unboxing und ciao! Oder bis zum nächsten Video, eher gesagt.